Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play von Kimane Gaming. Dead Nation ist am Start, oder wie ich das auch liebevoll nenne, Krefeld-Rheinstraße, der Simulator. Heute bei mir ist NewCat90. Jo. Was geht ab? Nicht viel bei dir. Und nicht viel. Ich guck jetzt mal hier, wen ich nehme. Kimane. Ja, die Auswahl ist sage dem Bogen. Ich kann mich kaum entscheiden, weil es ist so eine Hülle und Fülle an Charakteren. Ja. Ich glaube, ich nehme wie ein Schwein die Dame. Scarlet Blake. Im besten Alter. Ja, dann habe ich ja nur noch Jack McReady und bin genauso ready wie er. It's been more than a year since the outbreak. In all that time, I've only come across one other survivor. If you get bitten, you become one of them. But not us. We didn't know why we were special and we didn't care. Just glad we wouldn't still be walking around when we were dead. But we wouldn't endure the pain of being eaten alive. If it came to that, we'd bite down on the capsules and be gone in seconds. But we'd run out of food and water, and our last barricade had fallen. There was an abandoned truck at the local gas station. We had to get to it. Tja. Jo, das war das Intro. Fantastisch. Und hier haben wir die fantastische Steuerung. Nahkampf, Waffe, Schnellauswahl, Zielen drücken, bewegen. Bewegen. Standard. Ansturm, Objekt werfen, feuerliches Objekt. Nächste Waffe. Start. Achso, wie los. Der Anfang. Geht zur örtlichen Tankstelle. The beginning. Ja. Ja. Dead Nation. Jo. Ein weiteres Let's Play. NewKid 90 ist blau. Genau, ich bin der Herr mit dem blauen Pegel. Ich bin die Lady in Red. Was kannst du dem Spiel sagen? Es ist ein Diablo mit Zombies. Und Schusswaffen. Und Schusswaffen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, typisches Hack and Slay halt. Hack and Slay. Das ist halt für uns cool. Das ist ein cooles Koop-Spiel. Genauso wie Trine. Genau. Ja. Und auf jeden Fall, hier kann man dann gut zu quatschen. Genau. Weil wir haben Gesprächsthemen. Wir haben Gesprächsthemen. Wir haben endlich Gesprächsthemen. Was heißt endlich? Das ist das zweite Video. Ja. Aber wir haben da etwas vorbereitet, was dem Gamer an sich auf jeden Fall nicht entgangen sein dürfte. Nee. Und zwar wollten wir euch ein bisschen über die E3 berieseln. Über unsere Highlights. Die Spielemesse. Genau. Aus L.A. Da waren wir leider nicht, weil wir mussten unserem Beruf nachgehen. Genau. Scheiße. Ja, genau. Wir wollten ein bisschen über die Pressekonferenzen reden, über deren Highlights, auch über die kleineren Titel. War auf jeden Fall jede Menge dabei. Ja, den Anfang hat Microsoft gemacht. Da muss man sagen, haben wir nicht so genau hingeschaut. Da muss man auch an der Stelle mal sagen, wir sind keine Xbox-Hater. Nein, auf gar keinen Fall. Es liegt einfach daran, dass alle unsere Freunde zu 99%, sage ich mal, 99,9% PlayStation-Spieler sind. Ja. Also wir haben auf jeden Fall nichts gegen Xbox. Wir mögen alle Gamer. Wir mögen alle Leute, die gerne zocken. Dementsprechend, bitte nicht falsch verstehen, wir lieben unsere PlayStation und lieben Sony. Genau. Ja, bestellen wir mal schöne Grüße an Sascha. Genau. Der ist nämlich so ein Xboxler. Genau, das ist nämlich ein. Ich glaube, der ist so ein PlayStation-Hater, ne? Ja, klar. Auf der Gamescom. Auf jeden Fall. Kam es mir schon so vor. Naja. Ich habe gar keinen Bock so auf den. Gehen wir mal weiter. Quatsch. Weapon Shop, Waffenladen. Wie ihr gesehen habt, wir haben ein bisschen gelootet, wir haben Kisten aufgemacht, wir haben Kofferräume, haben wir geplündert und wir können jetzt unsere Waffen updaten. Das Gewehr hat grundsätzlich immer Munition, unendlich Munition, aber die Feuergeschwindigkeit ist natürlich etwas dramatisch. Man ist nämlich Scheiße. Auf Einzelschuss. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall die MP zulegen und da auch direkt mal das Magazin erweitern, weil Zombies fressen viel und was es ist natürlich Kugeln. Kannst natürlich die Feuergeschwindigkeit von dem Gewehr erhöhen. Natürlich, aber ich will direkt die MP irgendwie ein bisschen raisen, weil ich da immer Spaß dran habe. MPs sind immer geil. Immer geil, immer super geil. So, Geld ist weg. Dann gehe ich kurz zur Rüstung, zeige euch kurz die Rüstung. Was haben wir da? Ja. Agilität ist unten.
Kleidung, also die Panzerung. Ja, genau. Ihr seht links im Bild, da sind die Attribute. Je nach Rüstung wird irgendwo was gut geschrieben, bei Kraft, Ausdauer oder Agilität. Oder in den meisten Fällen halt auch irgendwo dann was abgezogen. Da muss man so seinen Ausgleich finden. Ich habe erst Armor-Panzer gelesen. Da kannst du Herzen mitbrechen. Ja. Naja. Also ich möchte schnell unterwegs sein. Deswegen gucke ich jetzt zum Beispiel, dass ich hier auch... man sieht anhand unter Ambro-Panzer sieht man die kleinen Eigenschaften, die Füßchen oder Beine, die bedeuten natürlich dann, dass man Agilität hat, schnell ist. Und ich denke, man kennt es ja aus Zombie-Filmen, die Schweine sind verdammt schnell. Deswegen setze ich voll auf Agilität. Bei 28 Days Later vielleicht. Ja, okay. Der klassische Zombie. Du darfst jetzt auch mal dich vergnügen. Aber schnell laufen in der Zombie-Apokalypse ist nie verkehrt. Nee. Wenn, dann nimmt man seine Beine in die Hand, wenn der Zombie die noch nicht abgebissen hat. Genau. So. Ja, heute sind wir zu zweit. Ja. Trine haben wir mit unserem Kompagnon King Abortus gespielt. Unter der Woche ist das immer ein bisschen schwer, sich zusammen zu treffen, aufgrund der Arbeitszeiten etc. Oh. Aber New Kid und ich leben in einem Hut. So ist es. Und da kann man schnell rumkommen und ein bisschen zocken. Das haben wir gedacht, machen wir doch heute an diesem wunderbaren Sommertag. Ja, weil wir wollen euch natürlich stets mit neuen Videos versorgen. Füttern. Konsumiert sie. Baldig. Entschuldigung, es ist echt schwierig, die Waffen abzugraden und dabei zu quatschen. Deswegen mach ich dann einfach mal weiter. Ja, ich bin jetzt eh fertig. Na gut. Ach nee, doch nicht Rüstung. Ja, die E3, Leute, da kommen wir jetzt zu. Viele Highlights, viele Überraschungen, weinende Kommentatoren und Moderatoren, was sensationell ist. Ich lese die ganze Zeit Armor-Panzer. Ich kann nichts dafür. Ja. Auch auf Kraft und Agilität. Wobei, ja, Armor-Panzer gefällt mir einfach besser. Der Typ sieht hier im Ingame einfach anders aus als in den Sequenzen. Stimmt. Aber egal. Das soll uns jetzt überhaupt nicht... Ist aus wie der eine Schauspieler von Spider-Man, der grüne Kobold, der aber aus der Originaltrilogie. Ah, okay. Aber wir sind jetzt bei Dead nicht. Ja, egal. Gehen wir weiter. Dann sag noch was zur E3. Richtig. Ja, wie gesagt, Microsoft haben wir nicht so genau beachtet. Die haben ja den Anfang gemacht. Und danach kam EA mit ihrer Pressekonferenz und da war schon spannend. Ja. Mit ihrem ganzen Sportkram natürlich wieder ausgepackt. FIFA 15, UFC. UFC ist bei mir unterstrichen, weil da werdet ihr von mir auch ein paar Videos zu sehen. Den Karrieremodus. Da werde ich uns einen eigenen Charakter erstellen. Wahrscheinlich mich selbst. Oh, oder im Anblitz meines Astralkörpers. Alte Kampfmaschine. So ist es. Dann werden wir mit dem Charakter auf jeden Fall die Karriere bestreiten, bis uns irgendein Label annimmt. Am besten Venom. Venom. Oder Takedown. Wir werden mal sehen. Vorbestellt ist es in jedem Fall und es dauert auch nicht lange. Genau, stimmt, da kommt in 2 Wochen. Genau. Und da werden wir, ja, wie gesagt, auf jeden Fall Videos von mir sehen. Ne? Dazu auch mal am Rande, wir werden nicht immer Koop spielen, sondern auch diverse Singleplayer. Genau, richtig. Jetzt am Anfang bietet es sich einfach an, da wir Anfänger sind, absolute blutige Anfänger in Sachen Let's Play. Genau. Dass wir dann erstmal gesagt haben, wir machen erstmal ein paar Let's Plays zusammen. Ja. Vor allen Dingen auch Indie-Games, ist uns dann auch mal aufgefallen, dass wir viele Indie-Games machen möchten. Genau. Weg von der breiten Masse, ein bisschen Support an die doch wirklich manchmal sagenhaften Spiele, die Indie-Label rausbringen. Ja. Dementsprechend zeigen wir euch recht viel. Jetzt sind wir am Checkpoint. Die Indies sind auch eigentlich cool im Koop. Auf jeden Fall. Meistens im Koop-Modus. Meistens im Singleplayer nicht wirklich so mein Ding, aber im Koop für so ein Let's Play, da reicht das. Absolut. Ich guck mal, ob ich meine MP mit mehr Magazin-Volumen bestücken kann. Das ist kannst in der Tat. Sogar doppelt. Boah, Alter, mach keinen Scheiß. Ich werde schon ganz schwach. Mhm. So, ich guck mal ganz kurz. Ein bisschen weiter über die A quatschen. Genau. FIFA
FIFA ist ja gleich nochmal dein Thema so ein bisschen. Ja, werde ich nochmal kurz anschneiden. Ja, dann in Sachen Sport noch NHL. Madden haben sie, glaube ich, auch gezeigt. Ja, wobei die amerikanischen Spiele mich jetzt nicht so, also Sportspiele nicht. Total Health. Der Deutsche. Ich bin schon der Fußballer. Der Deutsche Fußballer. Da wird es dann auch in Zukunft, werden wir auch viele Gastspieler haben. Schöne Grüße an dieser Stelle an Christian Froberg. Den wird es auch das ein oder andere Mal zerreißen, so wie es den Zombie gerade zerrissen hat. Oh, ich bin gerade in der Explosion. Da wird es auf jeden Fall was geben. NHL, ich bin nicht der Freund des Eishockeys schon, aber nicht der Simulation. Das virtuelle Eishockeys. Da ist der Nervenkitzel bei Fußball schon größer. Wenn es nicht gerade gegen irgendwelche Kinder von Real Madrid oder Barcelona sind, die mich grundsätzlich immer schlagen, oder nachdem man 1-0 führt, die Spielsitzung verlassen. Tja, aber das ist nicht so dein Fall, ne? Sportspiele, nee. Da kann man dich nicht mehr begeistern. Wobei ich komischerweise sagen muss, dass ich FIFA kann, was ich letztens nochmal gemacht habe. Aber ich kann keine Tore schießen, das ist das Einzige. Aber alles andere. Und alles andere funktioniert, ich kann nur kein Tor. Spiel entscheidet auch immer die Abwehr. Von daher machst du eigentlich alles richtig. Na dann. Aber immer 0-0 ist auch nicht gut. Aber ein Punkt besser als verlieren. So. Ja. 142 haben wir jetzt als Timer machen. Timer habe ich im Blick. Okay. Multiplikator von 108, der ist jetzt es sinkt, aber jetzt steigt es wieder. Ich bin voll des Nahkampfs hier, also ich habe wirklich Spaß daran. Ist gefährlich. Geben wir einen Checkpoint? Ja. Dann können wir auch gehen diese Motorhaube dann auch. Ah, Kofferraum. Nein, das sieht echt sehr gut aus. Ramponiert. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Folgenpäuschen. Und sagen mal. Machen weiter mit der E3 in der nächsten Folge. Ja, und weiter mit EA, da ist noch ein bisschen offen. Genau, und da kommen noch die nächsten Hammer, wo wir uns sehr drauf freuen und ihr euch auch drauf freuen dürft. Ja! Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.